Ich denke, die schwarzverschleierte Frau ist diese Satrapina, die, nun ja, Vorgesetzte des Herrn, mit dem wir eben gesprochen haben. Was hat sie mit dem Geweihten der Aya zu tun? Sind sie Würde. nicht gegensätzlich? Ich glaube, er hat sie angesprochen. Ich würde gerne hören, was sie reden. Ich würde mir diesen Thron gerne etwas näher anschauen. Er sieht interessant aus. Ja, Handwerklich. ich würde euch gerne begleiten. Mich interessieren auch Skorpione. Ich finde sie faszinierende Tiere. Das sind sie. Ich schaue mich um, woher dieser Kommentar kam. Ah, ja, Hassan. Könnte man sich an die beiden Geweihten heranschieben, um ein bisschen Ja. mitzuhören? Ja. Die Herrin ist gnädig, ja. Doch sie kennt auch Strafen. Aber lass mich dir zeigen, welche Macht in einer sanften Berührung stecken mag. Und dann kannst du sehen, wie Yasaban so ein bisschen mit seiner Hand Außenfläche über die Haut von der Geweihten streicht. Und sie scheint sich dabei wohl um die Aspekte von Raya zu unterhalten. Nicht so sehr von Raja Ushtama, sondern von der Raya. Kannst auch sehen, wie er wohl eine Rosentätowierung auf seiner Schulter trägt. Die ihn als Tempelvorsteher ausweist, nehme ich an. Ja, ist er ja auch. Ja, Zulamin hört eine Weile zu. Also es scheint ein theologischer Disput zwischen den beiden zu sein, oder? Genau, also er scheint nicht wirklich abgeneigt dem zu sein. Er möchte vor allem herausfinden, welchen Aspekt der Bekelel sie da jetzt wohl verkörpert. Das scheint ihm, ja, also er ist ähnlich neugierig wie du. Und scheint so ein bisschen auch sie zu verführen zu wollen, also um den Finger zu wickeln. Das kannst du auch erkennen. Gut, dann bleibe ich mal in der Nähe, denn meine Vermutung ist, dass er gerne aus ihr herauskitzeln möchte, wo der Gürtel ist, und das interessiert mich ja auch. Und wenn er das übernehmen will, wozu? Kaum jemand versteht die Herren so gut wie ich. Ja. So werden sie erstmal ein bisschen sich kennenlernen, denn so lange sind sie ja auch noch nicht hier. Das weißt du ja, wir sind ja gerade erst in die Stadt eingekommen. Von Ifemia, wie gesagt, keine Spur. Dann frage ich doch mal die anderen so. Hassan und Zulamin sind an der Stelle. Auf ihm? Zu welchen Leuten wolltest du? Ich würde mich tatsächlich umgucken, weil ich mit denen allen nichts anfangen kann und die mich alle nicht verstehen. Okay. Also im Prinzip suche ich nach einer Statue. Du suchst nach einer Statue. Wie weit willst du dich hier umgucken? Überall hier, also. Im äußeren Orgienbezirk. Da findest du ja auch ein paar Statuen, so kleine, ähnlich wie das bei Rahandra der Fall war. Die stehen das ein oder andere Mal da, aber das ist jetzt nichts, was dich irgendwie außergewöhnlich faszinieren würde. Vor allem kannst du jetzt auch erkennen, wenn du dich so ein bisschen umhertastest, wie eine ganze Menge von Frauen, aber auch Männer, die eben in diesen Astkissen der Pfirsichbäume lagen, jetzt aufstehen und dich dann auch als Rashtul al-Sheikh oder so etwas ansprechen und Geschichten von dir erfahren wollen. Kann ich einschätzen, ob die irgendwas genommen haben? Würfel mal eine Probe auf Zechen. 9 Punkte. Also ihre Augen sind geweitet, aber wenn du an ihnen riechst, dann riechst du nichts aus den Mündern oder du siehst auch keine Rückstände auf den Nasen. Sie riechen nach Moschus, also nach purem Sex. Ich würde mal eine von diesen Früchten einsammeln. Also die an den Bäumen hängen. Für sich, ja. Und auf Boltax zulaufen. Boltax, kannst du dir das Ding mal anschauen? Ich dürfte am Thron derweil stehen, weil ich mit Abel mir ja dahin wollte. Ich zucke. Und zwar, das ist ein Pfirsich, glaube ich.
Lass mich einen Blick darauf werfen, ja, einen Moment. Ja, und dann würde ich natürlich, wie immer, eine, ja, wahrscheinlich Pflanzenkunde-Probe würfeln. Wie hoch ist dein Wert? 10. Ja, das sind Pfirsiche. Ja, okay. Alles klar, das sind Pfirsiche. Naja, gut. Diesen Worten stapfe ich wie der Barbar, der ich bin, wieder zurück durch das Wasser. Ja, das ist ein Pool, also das ist, da schwimmen Leute drin. Ja, dann marschiere ich da durch. Ja, okay. Ich schüttle Kopf und Seraphim nach. Es waren Pfirsiche bei mir. Müsst ihr doch kennen. Man sollte es meinen. Nun ja, vielleicht ist er nicht den Genuss in seiner Kindheit von Pfirsich gekommen, wer weiß. Vielleicht hat man ihm nur trockene Datteln gegeben. Aber mir, wir hatten vor 3 Tagen erst Pfirsiche. Nun ja, ihr wisst, du weißt auch, wie sein Gedächtnis ist. Der Herrscher auf dem Skorpionthron breitet seine beiden Hände aus, verbeugt sich angedeutet oder nickt euch mehr zu. Balad Kilevatan mit euch. Oh, ihr Reisenden. Und auch mit euch. Sehr erfreut. Magister Avelmir Jamorinus und mein Begleiter Boltax. Seid willkommen. Ihr seid fremd hier. Doch ihr sollt wie Brüder und Schwestern behandelt werden. Ihr alle. Unser Name ist Yapmal Asad Balkali. Und wir sind der Herrscher hier. Sehr erfreut. Ich deute auch eine Verbeugung an. Auf welcher Sprache spricht er mit uns? Urtulamidia vermutlich, oder? Okay, dann verstehe ich zumindest Grundzüge. Genau, die Grundzüge wieder. Es wird auch immer besser. Ich würde mal ganz interessiert auf diesen Thron schauen, mit diesem Skorpion. Keine Ahnung. Ich auch. Hat er irgendwelche Edelsteine oder ähnliches? Viele. Okay, dann würde ich mir die gerne mal mit Steinschneider Juwelier anschauen. Wie die gearbeitet, geschliffen sind. Ich habe ja jetzt auch schon einige Edelsteine gesehen, ob mir da irgendwas auffällt. Das sieht gut aus. Also die kommen von überall her, durch das ganze Land. Du weißt, das ist klar, wenn man in den richtigen Bergen guckt, bei Fasar oder Jolfasar wird man welche finden, bei Kunchum vielleicht ein bisschen schwieriger, aber im Regengebirge wirst du was finden. Also je nachdem, in welchen Steinregionen du dich findest und welche Erze man da dort zu Tage fördert, wird man noch verschiedene Edelsteine finden und die sind von fast ganz Aventurien. Okay, und wie sind sie geschliffen und gefasst? Sind sie alle in einem Schliff? Absolut hochwertig. Okay. Alles klar. Also nicht, auch nicht, alle nicht alles der gleiche Schliff, aber immer hochwertig. Okay, gut. Alles klar. Mich interessiert mehr der geschichtliche und der kulturelle Kontext dieser Skorpione, wie sie angeordnet sind zu anderen Figuren vielleicht. Oh, gib mir mal eine Rechnenprobe. Oder hast du geheime... Sagen wir gerne. Nein, Geschichtskunde? Nicht. Es Geschichtswissen? Ist es ist Rechnen. Rechnen? Ja. Okay. Philosophie vielleicht noch. Rechnen, Spezialisierung, Geometrie. Ja, eher sowas. Also du scheinst eine Art Muster der Edelsteine zu erkennen, aber was genau sie andeuten sollen, du gehst so ein bisschen die Schriften durch. Sie schreiben da ja nichts hin, also du siehst halt auch viele Glyphen und so, aber es gibt wohl eine Botschaft hinter den Edelsteinen, die du aber nicht fassen kannst. Könnte die Sonderfertigkeit Zauberzeichen hier helfen? Ja. Okay, aber ich bin nur leider nicht da. Du bist leider nicht da. Aber vielleicht wird Abel mir dies gewahr. Ja. Ich tipp mal Boltax an. Schaut euch mal diese Edelsteine an, wie sie angeordnet sind. Ja, ich habe mir... Moment, ja, warte, was... das ist interessant. Schaut einmal, die Edelsteine sind sehr hochwertig gearbeitet und von exzellenter Qualität. Handwerklich, große Klasse. Ähnliches habe ich, und das fällt mir fast etwas schwer zu sagen. Erinnert ihr euch an die Edelsteine, die wir auf der Pyramide gefunden hatten? Oben, ja, auf dem Molchenberg. Beim Schwarzen genau. Drachen. Ich sehe eine ähnliche Kunstfertigkeit des Schliffs. Wir glauben, ihr seid ein Koptanim. Ihr kommt aus Jolfasar. Welche der Familien entstammt ihr? Er fragt euch nach eurer Herkunft.
Kann ich mal Sagen und Legenden würfeln, ob mir irgendeine Kontali-Familie. Also ich meine, Magiekunde würde vielleicht auch gehen, aber ich finde Sagen und Legenden an dieser Stelle charmanter. Da habe ich weniger Punkte. Oder ja, Geschichtswissen. Geschichtswissen, dass ich auch gelten. Kann ich ihn ohne unterstützen? Bei Flüstern? Plus 18, ja klar. wäre Kulturkunde Dolaminenlande vielleicht ausreichend, um einfach eine erhabene Familie aus dem heutigen Versaat zu kennen? Zwei Punkte abzubauen, ja. Oh, 20. Oh. Ey, komm, nein, gib mir diesen Patzer, bitte. Ja, klar, ihr habt es versagt. Stell doch mal deinen Koptanim vor. Du bist doch immer sein Sklave. Genau. Wie jetzt? Ja, du stellst vorstellen. Mich jetzt vor. Dieses Boltan aus der Familie Scharamoa. Wir haben noch nie von dieser Familie gehört. Sie sind auf Diskretion bedacht und weil ihr Forschungsgebiet ist sehr, sehr exklusiv. Sie erforschen die Beherrschung der belebten und unbelebten Natur. Koptanim? Die sich verstecken? Nun ja, wie gesagt, ihr Forschungsgebiet ist etwas, nun ja, speziell, drückt mir es einmal so aus. Ich bin Voltax. Kein Koptanim, den wir kennen, hat sich jemals versteckt und nicht mit seinem Wissen hofieren gegangen. Nun ja, sie sind sehr zurückgezogen, wie gesagt, sie wünschen das. Dann wollen wir euch nicht belästigen, werter Koptanim. Er winkt mit seiner Hand abfällig dich weg. Ich wisch mir Schweißtropfen von der Stirn. Das lief gut, oder? Nun ja, ich bin nicht sicher, ob er mir diese Geschichte abgekauft hat. Musst du mir aber sagen, als was hast du mich vorgestellt? Nun, ihr stammt aus der Familie Scharamoa. Eure Familie erforscht die belebte und unbelebte Natur und ihre Beherrschung. Mhm. Oh, nun gut. Diamantes, was möchtest du tun? Ja, ich beschaue mir, wie alle anderen sich in Richtungen aufspalten und trete ein, zwei Schritte näher an Ippolito und Serpentilio. Wir sollten uns drin ein bisschen umschauen, während die anderen hier draußen alles im Blick halten. Serpentilio war gerade drauf und dran, irgendwie in Richtung der Mann wieder wegzugehen. Was sagt ihr? Hey, wir können uns jetzt nicht alle nach Belieben einfach aufspalten. Wir müssen am Plan agieren. Ihr habt vermutlich recht. Andererseits, ich dachte, wir sollten erst einmal Erkundigungen einholen. Nun, was habt ihr vor? Wir sollten sowohl den Ort als auch den Südflügel des Gebäudes durchsuchen. Ich würde vorschlagen, dass du, Serpentilio, mit Hippolyta mich begleitest und Kelbara, hol dir am besten Avemir und Boltag und schaut euch den Nordflügel an. Suchen immer noch diese Statue, recht? Eine hervorragende Idee. Also gut, dann gehen wir in die Keller. Oder so. Damit gehen die beiden Frauen ab. Nun, ja, okay, so können wir das natürlich auch machen. Vor allem Wien am besten. Eigentlich sollte Hippolyta mit uns kommen, also mit mir und Serpentilio, und Kelbara soll sich Abelmir und Boltax packen und nördlich gehen. Ja, aber wir und Boltax sind gerade noch im Gespräch mit dem Sultan oder so etwas. Außerdem zieht Boltax natürlich Aufmerksamkeit auf sich. Also die beiden kommen jetzt zu zweit. Nun, ich versichere euch, ich habe genug magische Unterstützung für euch in der Hinterhand. Führt doch an, Ich nähe schon noch einmal mit den Zehen, während ich den beiden hinterher gucke. Keine Sorge, Kelbara wird bekommen, was ihr zusteht, wenn die Sache hinter uns liegt. Wobei ich mir noch nicht sicher ist, was das ist. Gehen wir. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Sollte hier irgendwer Falsches mitkriegen, dass wir uns hier befinden, haben wir ein Problem. Dann könnte uns die ganze Sache um die Ohren fliegen. Umso besser, dann vorwärts. Ja, rechts, also in den Süden. Südflügel, wir nehmen den Nord.
Gut, dann geht's an dem Pool die Treppe nach oben und könnt dann in einen Säulengang einbiegen. Steht da erstmal in einem Vorraum und dann hinter Schleiern verborgen könnt ihr drei andere Räume erkennen. Nun? Aus dem einen könnt ihr stöhnen hören. Ja, hier wird nichts dem Zufall überlassen. Auch zu dem einen Raum, wo es stören geht, gehe ich hin und ziehe den Schleier mal leicht davon, um reinblicken zu können. Du siehst, wie da wohl auch eine kleine eigene Orgie stattfindet mit zwei Männern und vier Frauen, die sich da wohl gerade auf dem Steinboden verlustieren. Diamantus schaut sicherlich zu für Serpentilium wenig zu lange dort rein, aber nur um die Gesichter der Menschen zu sich einzuprägen und anzuschauen, nicht dass eine der Frauen vielleicht sogar die Serpentilium urteilt nicht. Er sieht sich währenddessen um, ob jemand anders kommt. Ja, Selbstbeherrschungsprobe. Ich oder Serpentilium? Ja, Diamantus, klar. Wenn du da so schaust, wie diese nackten Ärsche nach oben zucken. Bin verheiratet, mein Freund. Technisch gesehen nicht du. Bin versprochen. Ja, nur einige Meter entfernt, das Portal nach Norden, da könntest du dann mit deiner Rascha mehrere tolle Szenen erleben. Ja, und du steckst hier mit diesem muffigen Magier zusammen, mit seiner ledrigen Haut. Und das ist wahrscheinlich auch das, was Diamantus gerade durch den Kopf geht. Rascher, die zurückgelassen wurde, aber ich habe eine größere Aufgabe zu erfüllen. Diese kargen Frauen hier drin, die tun es für ihn einfach nicht. Und so wird der Schleier zurückgezogen und noch einen Blick in die anderen beiden Räume riskiert. Mhm. Wenn du dich dann von dem Ostraum in den Südraum begibst, kannst du dort zwei große Tafeln erkennen mit jeweils 8 oder 6 Sitzen und weiteren Stühlen, die da wohl nebenstehen. Du siehst da wieder, wo auch in einer der Ecke ein Diener steht, der da wohl aber auch ziemlich apathisch einfach nur steht und darauf dressiert wurde, dass man ja, ihn braucht und seinen Palmwedel ruft, also ein Sklave. Nicht so sehr ein Diener, ein Sklave. Und wenn du ja von dem Raum aus in den Westraum gehst, kannst du dort ein Durchgangszimmer sehen, wieder mit einem Tisch oder mit Tischchen, und siehst da wohl Utensilien auf den Tischen. Da packen wohl gerade mehrere Leute ihre Sachen aus, und allein an dem Geruch, der hier vorherrscht, so ein bisschen muffig, Salzwasser, und auch dieses Quäkige, also es ist nicht dieses Ziegenartige, was die Leute hier im Jerker sprechen, sondern es ist so dieser tulamidische Schnitt aus dem Süden, der dich so ein bisschen an diese Mohas erinnert. Das ist elemitisch. Ur-tulamidisches elemitisch. Und da packen wohl gerade 5, 6 Leute Taschen aus. Ja, ich verstehe leider nicht mal das richtige, also das alte Ur-Tulamidia vernünftig und kann nur einige Brocken sprechen und verstehen. Elemitisch, ja? Kannst du Rissar? Da, ich kann sein, dass ich mir das mal freigeschaltet habe. Gib mir einen Augenblick. Vor allem steht doch möglicherweise der Ex-Verstehende auf Null. Aber Serpentilia steht ja genau hinter mir und kann Rissar nochmal. Ich spreche Rissar genauso gut, wie ein Mensch es jemals kann. Okay. Außerdem kann ich Zelemia, falls das hilft. Das kann auch helfen, ja. Also das ist nicht nur ein Ur-Tulamidisch, das ist auch... Es ist auch ein Rissar dabei. Und zwar ein ziemlich sauberes. Also, auch wie von einer Echse gesprochen. Würfel mal auf Rissar. Würfeln wir mal auf Rissar. Lass mich sehen, ob ich es eingetragen habe. Wochenstein unter Sonstige. Ich habe es in der Tat eingetragen. Sogar mit den richtigen Attributen. Das ist gut gelungen. Hey, hör mal hier hin. Die scheinen sich auf dieser Echsensprache zu unterhalten. Aber das klingt einer von ihnen. Es klingt tatsächlich wie... Oh, warte denn einen Moment. Was wird gesprochen? Es geht wohl um die Tage. Die 5 Tage. Weil sie nennen sie nicht Gründertage, sondern die Tage der Leichmutter. Die 5 Tage der Leichmutter. Und Du siehst sie nicht, wie sie sich da unterhalten. Sie haben wohl viele Turbane auf,
sind verschleiert und verhüllt. Du kannst ihre Münder nicht sehen. Und was du siehst, sind die Augen, wenn überhaupt. Die sind aber dunkel. Aber vor allem an der Zunge hörst du es. Die sprechen besser als du, Irisar, wenn sie es denn sprechen. Und die sind etwa menschengroß? Sie sind menschengroß, ja. Okay. Wir sollten mit diesen Herren nicht interagieren. Es handelt sich dabei um Achas. Oder eine verwandte Spezies. Sehen aber ziemlich menschlich aus. Lasst euch nicht täuschen. Nun, ja. Sie sind uns nicht im Weg. Behalten wir dies im Hinterkopf, falls wir eine Ablenkung brauchen. Wir sind auch aus einem anderen Grund hier. Ganz genau. Wo könnte sich Nefenia aufhalten? Habe ich jetzt in den dritten Raum schon reingeschaut? Das ist der dritte Raum. Das ist, wie gesagt, ein Durchgangszimmer. Da gibt es zwei weitere Schleier, die einmal nach draußen führen oder tiefer in den Krak hinein. Ach, da drin sind die Exisch sprechenden Personen. Ihr könnt natürlich auch, weil ihr gerade in diesem Durchgangszimmer steht, könnt ihr auch wieder ganz normal nach draußen treten. Ja, oder wir könnten einfach reintreten und freundlich nicken und an ihnen vorbeigehen. Ja, das geht auch. Was vermutlich das ist, was wir tun werden. Nicht wahr, Dämmer und Diamantis? Wir suchen den Gürtel, vergesst das nicht. Wenn die Probleme machen, dann schaffen wir sie eben aus dem Weg. Bin mir sicher, es wird kein Problem sein. Da bin ich mir sogar sehr sicher. Ja, wir gehen lauter, so was man uns schon kommen hört. Mhm. Damit die sich nicht erschrecken. Ja, die Gespräche auf Rissar verstummen und man wird auf Urtulamidia weitersprechen über die 5 Tage, die 5 Gründertage. Ja, wir hauen eine Grußformel raus, wenn wir denen vorbeigehen, und dann geht's weiter durch einen der beiden Schleier. Ja, die nicken euch nur zu. Der nördliche Schleier würde, wie gesagt, nach draußen führen. Da könnt ihr dann die frische Luft riechen, und der südliche Schleier würde dann wohl in ein Treppengemäuer führen. Hinein! Nach unten oder nach oben. Kelpara ist im Keller. Denkt ihr, wir sollten hinabgehen, um sicherzustellen, dass sie nichts anstellt, oder hinauf, weil sie das schon abdeckt? Naja, wenn ich so eine Statue irgendwo verstecken wollen würde, dann würde ich sie im Keller verstecken. Aber wenn ihr auf die Statue sehr stolz wird und sie präsentieren wolltet, würdet ihr sie oben aufbewahren, oder? Richtig. Aber da ist sie auch möglichen. Nun, wählt aus. Ja, du hast recht. Gehen wir nach oben. Sollte irgendwas im Innenhof passieren und wir können von oben nach draußen schauen, so können wir auch intervenieren. Ja, und so geht's hinauf, denke ich. Ja, dann steht ihr auf dem Dach. Direkt aufs Dach geht's von hier aus. Also ihr steigt dann mehrere Treppen nach oben und steht dann auf den Festungsmauern, ja. Könnt hier tatsächlich dann den Rest der Stadt überblicken. Über weitere Pfade geht's dann über den anderen Teil der Mauer des Kracks. Ihr könnt ja dann noch Wachen erkennen. So, Idiotencheck. Also zwischendrin war kein Abgang oder so, durch den man hätte gehen können. Das wäre wirklich mehrere Etagen einfach nach oben, ohne sonst was. Genau. Nun, hier sind wir nicht. Kann euch dieses Treppenhaus nicht seltsam vor? Na, nicht. Also mir kommt hier vieles seltsam vor, die Art, wie sie das bauen, aber... Ein kurzer Blick über das Dach heraus. Von hier aus kann man auch nicht irgendwie, ich weiß nicht, über das Dach und dann auf der anderen Seite wieder rein oder so. Also wenn du dir das anguckst, du bist jetzt hier irgendwo rausgekommen, du kannst jetzt bis hier hin oder du kannst dann hier auf das sieht Ausbauer. Aber das sieht abgeschlossen aus. Das sind dann Türen in weitere Gebäude. Okay, aber das ist im Grunde nur die Wehrmauer, die äußere. Genau, das ist die Wehrmauer. Also ihr seid dann, ich guck gerade mal, hier die Treppe hochgegangen und dann da ins Innere rein. Da war dann dieser Vorraum, dann war hier so eine Seitenkabine. Hier war eine ziemlich große und hier in diesem Innenraum hattet ihr dann diese Elemiten kennengelernt, wo dann einmal diese Treppe nach draußen oder hier die Treppe nach Tür nach draußen, Treppe nach oben, Treppe nach oben. Was denkt ihr? Wenn diese Statue dann doch im Keller ist, wollen wir wirklich, dass Kelbara sie vielleicht zuerst findet? Vermutlich nicht. Nun gut, gib mir nur ein paar Momente, ja? Ich möchte beim Runtergehen einfach mal die Wände abklopfen. Okay, Baukunstprobe. Baukunst, kann ich auf Sinnenschärfe gehen? Hast du Zwergennase? Nö. Ja.
Deswegen klopfe ich, die Wände ab, sind Schärfe. Ja, Zulamin, du stehst da immer noch, hast dann hinter dir, spürst ihn und hast den Gespräch weiter gelauscht. Es ist immer noch ein Vorantasten. Er sagt, dass er aus El-Budum kommt und ja, man wird über die Raya sprechen, beziehungsweise dann den Belkil-Kult. Das ist jetzt das, was du sowieso schon wusstest. Das ist für Azkaban aber neu. Und so kannst du da weiter zuhören. Verstehe. Also er geht es quasi subtil an und fragt erstmal und ich denke, es dauert mir zu lange, weil, naja, wir sind ja auch irgendwie unter Zeitdruck. Das heißt, ich würde mal an die Bekelel-Priesterin herantreten und sie ehrerbietig grüßen.